Während in den Aktienmärkten so eine Art Grabesruhe zu herrschen scheint, gibt es an den Geldmärkten nach wie vor Turbulenzen. Und damit allerherzlichst willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Kommen wir erstmal zu den Aktienmärkten. Da ging es dann heute nach kurzer Schwäche heute Morgen Stück für Stück nach oben. Ich will gleich ein paar Motive zeigen, warum dem so war. Jedenfalls ist es so, dass gestern nach dieser hawkischen Zinssenkung, wie viele ja sagen, denn es ist völlig unklar, ob es nochmal in 2019 eine Zinssenkung geben wird. Das hatten sich die Märkte eigentlich anders vorgestellt. Sie hatten insgeheim gehofft, dass da schon Quantitative Easing kommen würde. Und dann ging es eben nach der Fed-Sitzung erstmal nach unten. Aber dann kam Jerome Powell, der von Trump so viel gescholtene, der dann sagte, naja, es ist so, natürlich können wir im Notfall Quantitative Easing wieder aktivieren. Und dann sind die Märkte gestern Abend noch nach oben gedreht und haben sich riesig gefreut. Die Kritik nimmt allerdings zu an Jerome Powell. Man sagt, er macht praktisch die Wiederwahl von Trump deutlich wahrscheinlicher, wie hier zum Beispiel Carmen und Vincent Reinhardt. Carmen Reinhardt, sehr bekannt mit dem anderen Autor Rogoff, den viele vielleicht kennen, hat maßgebliches geschrieben zur Schuldenproblematik. Jedenfalls hatte Trump dann gestern nach einem erbosten Tweet dann plötzlich gesagt, naja, ist ja doch ein Schritt in die richtige Richtung, und hat heute gesagt, naja, der Job von Paul ist safe, der ist sicher. Plötzliche Wende also bei Donald Trump, der scheint begriffen zu haben, dass offenkundig hier die Fed doch ein bisschen nachgibt dem Druck des US-Präsidenten. Aber wie gesagt, viele sagen jetzt, naja, das ist nicht so toll. Zumindest diejenigen, die es nicht mit Donald halten. Dann kam heute Morgen folgende Schlagzeile rein, der South China Morning Post. Und das ist mal so wieder ein typisches Beispiel der algorithmusgetriebenen Märkte. Denn hier war die Aussage, ja, ein Interimsdeal, ein vorübergehender Deal zwischen den USA und China ist wahrscheinlich. Denn es ist ja derzeit jetzt die niederrangige Delegation der Chinesen in Washington angekommen, wird versuchen vorzubereiten, das Treffen dann Anfang, Mitte Oktober, nach wie vor kein Termin des Besuchs von Liu He in Washington. Und man könnte so eine Art Plastikdeal machen, so heißt es hier. Denn wir wären bereit, die Chinesen nämlich hier doch sehr massiv US-Landwirtschaftsgüter zu kaufen. Aber nein, in Sachen anderer Fragen, da sind wir leider nicht gesprächsbereit. Intellectual Property, also geistiges Eigentum und so, das sei viel zu schwierig, das brauchen wir da gar nicht erst ansprechen. Möglicherweise wird ein Mitglied der chinesischen Delegation in den mittleren Westen der USA reisen, um sich da mal umzugucken, was man wo wie kaufen kann. Und das haben die Algorithmen gelesen und haben sich gesagt, top, so ein Interimsdeal. Das wäre fein. Bedingung der Chinesen offenkundig, A, Trump verschiebt die Zölle, die am 15. Oktober ja wieder angehoben werden sollen auf der einen Seite, und lockert die Restriktionen gegen Huawei. Beides Dinge, vor allem letzteres, das für Donald Trump schwierig sein wird. Praktisch bieten die Chinesen an, okay, wir kaufen Landwirtschaftsprodukte, dann machen wir einen vorübergehenden Deal. Aber wie kann Trump das verkaufen innenpolitisch, nachdem er vorher so auf Deutsch gesagt auf die Kacke gehauen hat, nachdem Huawei auch bei den Demokraten in den USA ein rotes Tuch ist, Sicherheitsrisiko, Spionage etc. etc. Das ist innenpolitisch eigentlich nicht zu verkaufen. Interessant ist aber, dass hier die Analystin Wenling Chen, die einem Chefvolkswirtin eines sehr regierungsnahen Thinktanks ist, um es mal vorsichtig zu sagen, gesagt hat, naja, mehr Konzessionen brauchen wir nicht machen gegenüber den Amerikanern. Wir kaufen ein paar Landwirtschaftsprodukte, Sojabohnen und Schweinefleisch, aber jetzt haben wir nämlich die Oberhand gewonnen im Handelskrieg, denn Trump, so die Chinesin, hat überhaupt keine Ahnung, ist clueless, wie sie sagt, hat überhaupt keine Strategie, dementsprechend brauchen wir gar nicht mehr Konzessionen zu machen, weil der praktisch hier rumtreibt, irgendwie wie ein Stück Holz im Meer, und das ist insofern natürlich interessant, als es doch ein bisschen zeigt, wie die Chinesen jetzt ticken, dass sie sagen, ja, ja, und das sagt hier die Chefvolkswirtin sogar ganz wörtlich, es wäre sogar ganz gut, wenn Trump die Wahl dann 2020 gewinnt, weil der praktisch sowieso unter Druck kommen wird, auch wirtschaftlich, dann haben wir leichtes Spiel mit ihm. Jedenfalls, das hat die Algorithmen dazu bewogen, so ein bisschen nach oben zu laufen. Und dann ging es auch mit den US-Futures nach oben und alles war schick. Aber nach wie vor sind die Turbulenzen an den Geldmärkten der Fall. Die Fed hat heute, hier sehen Sie die verschiedenen Fed-Mitglieder, hier ist Jerome Powell, der mit der Sonnenbrille. Die haben heute das dritte Mal nacheinander eine Liquiditätsoperation, Open Market
Open-Market-Operationen durchgeführt, wo sie den Banken Liquidität zur Verfügung gestellt haben. 75 Milliarden Dollar, also nicht gerade wenig. Jetzt sagen hier manche zum Beispiel, naja, Leute, ist durchaus üblich, dass wir mal so ein kleine Liquiditätsprobleme haben zum Quartalsende hin, aber das spielt sich normalerweise ab so im Bereich von 0,1%, 0,2% an Zinsanstiegen am sogenannten Repo-Markt. Der Repo-Markt ist ein Markt, wo sich Banken praktisch Geld beschaffen bei der Fed und dafür Sicherheiten hinterlegen, Wertpapiersicherheiten. Dementsprechend kommt sowas schon mal vor, aber wir haben ja einen Zinsanstieg auf 9% gesehen und nicht einen Anstieg von 0,1 oder 0,15%. Jedenfalls war es heute so, dass die Nachfrage nach diesen Krediten, nach dieser Liquidität größer war als das Angebot. Die Nachfrage war nämlich 84 Milliarden, die Fed hat aber nur 75 Milliarden ausgeschüttet und dementsprechend liegt die sogenannte Repo-Rate nach wie vor über dem Leitzinssatz der Fed ungewöhnlich. Jerome Powell hat ja gestern versucht, die Gemüter hier zu beruhigen und gesagt, ja, haben wir so ein bisschen vorhergesehen, wenngleich das so in der Dynamik uns dann doch überrascht hat, aber ist kein Problem, weil greift nicht über auf die Wirtschaft, auf die Realwirtschaft, also macht euch keine Sorgen, macht euch locker. Man sieht dieses macht euch keine Sorgen Thema auch etwa in den Erwähnungen gestern von Jerome Powell und der Fed, da ist Global Economy, die Schwäche der globalen Wirtschaft, der Nummer 1. Da ist Politics, also Handelskrieg, die Unsicherheiten, die damit verbunden sind, das steht ganz oben. Aber Liquidity Issues, also Probleme mit Liquidität, scheint gar keine Rolle zu spielen. Das sehen wir hier ganz unten. Das ist sehr, sehr gering. Jedenfalls sehen wir heute wieder massive Bewegungen eben an den Geldmärkten. Hier sehen wir die Zinsen auf die sogenannten Excess Reserves, das sind praktisch Überschussliquidität, die Banken halten müssen. Und hier sehen wir wieder massiven Anstieg, auch heute wieder. Also da ist nach wie vor Turbulenz, da ist nach wie vor Konfusion. Und die Frage ist, was geht da eigentlich vor sich? Ist das nur ein vorübergehendes Ding, das möglicherweise überhaupt keine Aussagekraft hat, halt so ein ganz temporäres Phänomen ist? Oder ist es das Symptom für eine größere Geschichte, die wir noch nicht sehen, die hier sozusagen nur in die sichtbare Oberfläche gelangt ist? Das ist die große Frage. Insgesamt sehen wir natürlich, dass die Aktienmärkte jetzt endlich eine Rezession eingepreist haben. Was wir hier sehen, ist der S&P 500. Den zeige ich gleich noch richtig hier im Chart. Wir sehen jetzt die Charts von Capital.com. Das wussten Sie vielleicht. Wir sehen, dass ein bisschen Druck ist jetzt beim Dow Jones zumindest. Aber interessant ist vor allem für mich der S&P 500, der Leitindex. Und hier sehen wir, da haben wir vorhin wieder an der 3025er Marke angeklopft. Jetzt kommen wir ein bisschen zurück. Das ist ein Tageschart. Ich mache mal hier eine Einstellung, die das ein bisschen kurzfristiger zeigt. Dann sehen wir, dass wir jetzt hier ein bisschen Druck haben wenigstens. Also man schreckt so ein bisschen möglicherweise vor dieser Widerstandsmarke zurück. Was macht der DAX? Der bewegt sich wenig, 12.441. Ein paar Pünktchen waren wir schon höher. Wir sehen keine Folgewirkungen bislang auf Euro-Dollar. Man könnte ja vermuten, dass diese Dollarknappheit, die offenkundig im Interbankensystem in den USA herrscht, irgendwie zur massiven Dollarstärke führt. Ist nicht der Fall. 1,1041. Wir sehen, dass Gold sich wieder etwas erholt bei 1500 und wir sehen das amerikanische Crude Oil, das bei 58,70 Dollar ist, 71. Das Pentagon hat vor wenigen Minuten erklärt, wir warten jetzt auf die offizielle Schuldzuschreibung der Saudis und dann wird man sehen, was passiert. Also nach wie vor ist diese Iran-Thematik, Saudi-Raffinerie-Thematik nicht vom Tisch, ist sozusagen etwas, was jederzeit wieder eskalieren kann. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Morgen ist der große Verfall, da ist sozusagen möglicherweise so ein bisschen ein Hin- und Hergeziehe noch der Fall. Dann wird man wissen möglicherweise, wie die Positionierungen sind. Wer nackt gebadet hat, sieht man, wenn Ebbe ist. Und genau das werden wir wahrscheinlich morgen feststellen. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.